Moin aus Horneburg. Ihr seht uns hier bei bestem norddeutschen Wetter. Es gießt in Strömen, aber dann staubt das nicht so, wenn wir hier was kaputt machen. Und das sind immer so die schönen Sachen. Wenn man neu baut, dann weiß man, was kommt. Wenn man im Altbau baut, naja, kommt immer was Neues. Kommt rum, schaut mal in unseren Kanal rein. Da seht ihr noch gute alte Steinzeugrohre. Die müssen ausgetauscht werden und dann geht das weiter. Ich nehme euch mal mit auf eine kleine Reise hier bei uns. Wir fangen mal da an, wo später die Ware angeliefert wird, wo aber auch die fertige Ware wieder rauskommt. Ihr seht, wir haben hier eine schöne große Freifläche und aus der Freifläche, die überdacht ist, was heute bei diesem Wetter nur von Vorteil ist, geht es dann weiter bei uns in die Halle rein. Wir nehmen Rika mit, unseren Brennereihund. Die hat hier auch ein bisschen mehr Platz, kann hier durch die Gegend flitzen. Hier geht es dann rein, hier kommen unsere Waren an, hier werden Flaschen gelagert. Hier gehen aber später auch die fertigen Sachen wieder raus. Also alles unter Dach und Fach, wie man so schön sagt. Und wenn ihr jetzt mitkommt, kommen wir hier in einen schönen großen Raum und immer noch Baustelle, aber es wird was. Hier wird später unser Herstellungsbereich sein. Hier stehen unsere Mischer, hier stehen ein paar Tanks. Und damit das Ganze dann auch vernünftig in die Flasche kommt und wir die Qualität behalten, die ihr von uns gewohnt seid, haben wir jetzt hier einen Extraraum als Labor, wo wir die ganzen Analysen machen können, wo wir aber auch neue Produkte ausprobieren. Also das wird hier der Raum dafür sein. Das hier ist dann der nicht öffentliche Bereich, wo nicht jeder reinkommt. Und jetzt kommen wir mehr in den öffentlichen Bereich. Hier ist unser Darkroom und sind gerade mit dem Streichen fertig geworden. Ansonsten steht hier noch nicht viel drin, aber hier steht später das Schmuckstück unserer Firma, unsere neue Brennanlage oder unsere beiden neuen Brennanlagen, die demnächst hier aufgebaut werden und die werden in diesem Raum ihren Platz finden. Das ist dann hier öffentlicher Bereich. Hier kommt jeder hinein, wenn er uns besucht. Hier kann man mal schauen. Hier kann man auch mal uns beim Destillieren zugucken. Sobald die Distille steht, schicken wir ein paar neue Bilder davon. Und jetzt gehen wir mal in einen Raum, wo die Sachen später verpackt werden, die ihr bei uns im Online-Shop bestellt. Also, wenn ihr in Zukunft etwas bei Nordic im Shop bestellt, dann könnt ihr sicher sein, die Flaschen und die Pakete werden hier zusammengebracht und hier wird das alles für den Postversand fertig gemacht. Hier muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Noch stehen ein paar Gerüste hier, Leitern und, aber wir sind auf dem Weg.